Norbert Klein kommentierte. Die Welt schaut verwundert auf Japan. Fast 2,5 Jahre ist es her, seit in Fukushima 4 Reaktoren explodierten. Und nun zimmern auf dem Unglücksgelände Arbeiter eilig Stahltanks zusammen, aus denen kontaminiertes Kühlwasser fast ebenso eilig wieder hineinläuft. Das sieht in Wahrheit nicht nach einem Plan aus. Nun messen Dosimeter dort fast täglich erschreckende Strahlenhöchstwerte, die Menschen nur wenige Stunden überleben würden. Weil Japan für das Ende des Jahrzehnts aber ganz andere Rekorde im Sinn hat, nämlich in Sporthallen und Stadien, gilt die Parole der Regierung, Japan schafft das alleine. Ulrich Mentgen berichtet. Ist Japan cool? Das ist es. Allemal in den Werbevideos für die Olympia-Austragung im Jahr 2020. Ein Land will seine Normalität zurück. Endlich die schlimmen Erlebnisse hinter sich lassen. Tokio bewirbt sich für Spiele mitten im Herzen der Metropole. Mit futuristisch anmutenden Sportstätten. Eine mustergültige Bewerbung. Doch Fukushima wirft einen Schatten darauf. Auf dem Gelände 250 Kilometer von Tokio entfernt wurde heute wieder erhöhte Strahlung gemessen. Zwar nur an einer Stelle, aber erneut so hoch, dass sie innerhalb von Stunden einen Menschen töten könnte. Den Kommentar von TEPCO hat man schon mal gehört. Die Situation ist jedenfalls so, wir forschen weiter nach der Ursache. Keine Erklärung, obwohl inzwischen schon die ganze Welt weiß, dass die hastig aufgestellten Stahltanks nicht dicht sind. Hinzu kommt das Grundwasser, das in den Kellern des Kraftwerks aufsteigt und verstrahlt ins Meer fließt. Atomkraftkritische Experten bemängeln, dass erst jetzt etwas dagegen unternommen wird. Das Wasserproblem ist seit den Anfängen bekannt. Schon unmittelbar nach dem Atomunfall wusste man davon. Es gab sogar frühzeitig Vorschläge von Bürgern, es doch mal mit einer unterirdischen Barriere zu versuchen. Aber TEPCO hatte dafür kein Geld und hat das Ganze vernachlässigt. Das Geld ist seit gestern da, seit die Regierung umgerechnet 360 Millionen Euro für ein Maßnahmenbündel bereitgestellt hat. Maßnahmen, die nicht unbedingt neu sind, sondern schon länger diskutiert werden, wie eben ein unterirdischer Eispanzer gegen das Grundwasser. Die Zweifel an der Machbarkeit wischt der Premierminister heute beiseite. Er ist auf dem Weg zum G20-Gipfel und zur Olympia-Entscheidung. Ich kann Ihnen sagen, dass die Regierung wirklich alles unternimmt, um die Lösung des Problems voranzutreiben. Ich werde dem IOC erklären, dass es im Jahr 2020 kein Problem mehr geben wird. 2020 soll Japan wieder so fröhlich sein wie vor der Katastrophe. Der Super-GAU schon nach 9 Jahren bewältigt. Und obendrein Olympia. Ein schöner Traum.